Dieser Teil gibt einen ersten Überblick der Programmoberfläche von RailModeler Pro. In der Mitte jedes Dokuments befindet sich die Zeichenfläche. Hier erstellen Sie Ihre Gleispläne. Die Symbolleiste im oberen Bereich jedes Dokumentes bietet einen schnellen Zugriff auf die wichtigsten Funktionen. Assistenten unterstützen Sie beim Einfügen von neuen Gleisen, um den Gleisplan zu erweitern. Jeder Assistent kann ein oder mehrere Gleise einfügen und diese in Bezug zu den bestehenden Gleisen im Gleisplan platzieren. So entstehen beispielsweise Gleiswendel oder werden Lücken mit Gleisen geschlossen. Elemente im Gleisplan lassen sich mit verschiedenen Werkzeugen bearbeiten. Durch kurzes Verweilen des Mauszeigers über dem Symbol eines Werkzeugs können Sie den Namen des Werkzeugs sowie das zugehörige Tastaturkürzel für einen schnellen Wechsel einsehen. Jeder Ebenentyp bietet einen eigenen Satz an Werkzeugen an. Einfache geometrische Formen und Text können über das Einblendmenü Formen eingefügt werden. Die Vergrößerungseinstellung in der Symbolleiste ermöglicht es, den Vergrößerungsfaktor passend zum bearbeiteten Inhalt in der Zeichenfläche nach Bedarf anzupassen. Der Darstellungsmodus kann mittels der Gleisplan-Symbole umgeschaltet werden. Wählen Sie zwischen der klassischen Draufsicht, einer kombinierten Draufsicht und Seitenansicht für eine Visualisierung der Gleishöhen oder einem einfachen 3D-Modus mit frei beweglicher Perspektive. Die Stückliste bietet eine Übersicht aller Gleise und anderer Elemente, die im aktiven Gleisplan verwendet werden. Das Programm aktualisiert die Stückliste automatisch für den Gleisplan, der sich gerade im Vordergrund befindet. Die Suche kann benutzt werden, um Gleise und andere Elemente im geöffneten Gleisplan oder im gesamten Gleiskatalog anhand der Artikelnummer oder Beschreibung zu finden. Der Gleiskatalog auf der linken Seite bietet schnellen Zugriff auf alle Bibliotheken, die in der Anwendung enthalten sind. Die Liste zeigt immer die Elemente jeweils einer Bibliothek an. Wählen Sie eine Bibliothek, indem Sie zunächst den Maßstab, zum Beispiel N, und die Kategorie, zum Beispiel Gleise, auswählen. Der Gleisfilter wird über der Liste aller Elemente angezeigt und ermöglicht das schnelle Auffinden bestimmter Gleistypen. Damit lässt sich die Liste effektiv filtern, um nur die Typen von Gleisen anzuzeigen, die gerade benötigt werden. Ein Klick auf einen Filter schaltet die Filterung nach dem gewählten Typ ein. Ein zweiter Klick auf den aktiven Filter schaltet ihn wieder aus. Das Suchfeld im unteren Bereich kann verwendet werden, um ein Element der aktuellen Bibliothek nach Namen, Produktnummer, Beschreibungstext oder Kürzel zu finden. Nach der Auswahl einer Bibliothek können Sie Gleise und andere Elemente in den Gleisplan einfügen, indem Sie Elemente mit der Maus aus der Bibliothek in die Zeichenfläche ziehen. Das aktuell im Gleiskatalog ausgewählte Element kann zudem einfach per Mausklick an ein offenes Gleisende eingefügt werden. Über die Wiederholen-Funktion lässt sich das zuletzt eingefügte Gleis mehrfach anfügen, um effizient Gleisabschnitte mit gleichen Gleisen aufzubauen. Auf der rechten Seite des Dokuments befindet sich die Seitenleiste mit den Inspektoren. Sie können zwischen elementspezifischen und dokumentweiten Eigenschaften wählen. Die Eigenschaften des ausgewählten Elements, wie Position oder Farbe, können einfach durch direkte Eingabe geändert werden. Der Infobereich zeigt Informationen zur Auswahl wie Abmessungen, Längen und weitere Details. In der Ebenenliste können Sie den Gleisplan in separate Ebenen organisieren, die aktuelle Ebene auswählen und neue hinzufügen, Ebenen ausblenden oder für die Bearbeitung sperren. Die Reihenfolge von Ebenen ändern Sie einfach über Drag and Drop. Der Gleisplan wird entsprechend der Ebenenreihenfolge in der Liste gezeichnet. Elemente in unteren Ebenen erscheinen immer hinter Elementen in oberen Ebenen. In den Dokumenteneigenschaften können Sie allgemeine Informationen zum Gleisplan, unabhängig von der aktuellen Auswahl an Elementen, bearbeiten und anpassen. Die Größe der Zeichenfläche kann hier direkt eingegeben werden. Wenn nötig und gewünscht, erweitert sich die Zeichenfläche auch automatisch, wenn mehr Platz für Elemente benötigt wird.
Unter dem Zeichenfläche-Reiter in den Voreinstellungen kann eingestellt werden, ob die Zeichenfläche sich bei neuem Inhalt entweder dynamisch vergrößert, damit alle Elemente hineinpassen, oder die Aktion bei Überschreitung der festen Größe mit einer entsprechenden Meldung abgebrochen wird. Außerdem kann durch Verwendung des Menübefehls Gleisplangröße an Inhalt anpassen im Menü Datei die Größe der Zeichenfläche verändert werden, damit der vorhandene Inhalt vollständig in die Zeichenfläche passt. In der Seitenleiste können weitere Darstellungsoptionen des Gleisplans wie der Gitterabstand, Zeichenstil der Gleise und Einstellungen zur Beschriftung von Elementen eingestellt werden. Weitere, seltener benötigte Optionen finden Sie auch im Menü Darstellung. Im unteren Bereich des Dokumentenfensters wird beim Wechseln zwischen Werkzeugen eine kurze Hilfestellung mit den verfügbaren Optionen des jeweiligen Werkzeugs angezeigt. An dieser Stelle blendet das Programm außerdem Hinweise und Erklärungen ein, um den Benutzer optimal zu unterstützen. Bei Fragen zur Benutzung des Programms können Sie auch die Suchfunktion von macOS nutzen. Klicken Sie dazu einfach auf das Menü Hilfe und geben Sie einen Suchbegriff direkt im Suchfeld ein. Die Suchergebnisse zeigen Ihnen die relevanten Abschnitte im Benutzerhandbuch an.